Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitsche. Wir spielen Black Mirror 1 und sind, das heißt, wir sind nicht, wir gucken nur zu. Samuel, Ja. der befindet sich jetzt unterhalb der Kirche, unterhalb des Sarges von Markus in einem Bergwerk. Und hier kann man hinaufklettern. Ja, dann gucken wir uns mal den Spind an. Abgeschlossen. Naja. Na, wir haben doch einen Schlüssel gefunden, wenn ich mich recht Ja, dann erinnere. hätte es aber schon aufgeschlossen. Achso, nein, hier musst du das ja mal benutzen. Das ist Ja, richtig. kann er ja nicht alleine. Ja, mach mal auf. Ein Revolver, den stecke ich ein. Ja, man kann ja nie wissen. Wenn da so ein Geist kommt, kann Hoffentlich man den funktioniert erschießen. er noch. Ja, ich weiß nicht. Geister erschießen soll schwierig sein. Einige alte Kugeln. Wollen wir hoffen, dass sie noch etwas taugen? Aha, gehören die zum Revolver? Vermutlich, Wollen wir ja. gleich mal laden, oder? Technische Zeichnungen und die Pläne von irgendeiner Maschine. Nimm mit. Ja, klar, wir nehmen alles mit. Genau. Da ist nichts mehr drin. Na gut, da oben, Aschenbecher? Nein. Bisschen groß, Oh hm? Da drin ist nichts Nützliches mehr. Na gut, von mir aus. Tja. Ja, was können wir dann machen? Ja, man kann die Treppe, die Leiter Dann gehen wir mal hochgehen. in den Maschinenraum. Ja. Mal sehen, ob uns der Plan mit der Maschine weiterhilft, ja? Der war, glaube ich, da hinten. Ach, ordentlich hier. Putzt sich erstmal wieder seinen Jackenärmel ab. Ja. So, hier ist eine Kontrolltafel. Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten, aber wie? Altes Buch. Ach so, ja, das war das. Erschießen bringt vermutlich Ja, komm nichts, mal. aber vielleicht sollten wir die Pistole Ja, schon mal das meine laden. ich ja. Man Man sollte weiß sie nie. vorsichtshalber schon mal geladen In der Schachtel haben. sind noch zwei Kugeln. Ja, na Na ja, gut. wir sollten vielleicht sparsam sein mit um uns schießen, ne? So, es kommt, was ist das hier eigentlich für ein. Steuerungspläne und Genau. Skizzen einer großen Maschine. Die kann ich vielleicht irgendwann gebrauchen. Irgendwann. Aber nicht Ja. jetzt. Und wie Oder wär's? doch. Plan Ich und. werde versuchen, ihn mit Hilfe dieser alten Ah, Pläne gut. betriebsfähig zu machen. Jetzt läuft der Antrieb. Hoffentlich funktionieren jetzt die Kontrollen im Fahrstuhlraum. Ja, das werden wir dann feststellen müssen, oder? Der Hauptantrieb läuft. Der Hauptantrieb läuft. Ja, Ja. läuft, sagt er doch. Wollt ihr So. nicht runtergehen und gucken erstmal, Ja, oder? aber solange der Zeiger noch rot ist, muss man Ach immer so, noch mal ja, stimmt. nachgucken, Ach, das will ich mir. ob nicht Da vielleicht habe doch ich noch immer was noch Probleme kommt. mit diesem Hier blöden. ist keine Steuerung dran. Nein, das. Ja, das stimmt. Vielleicht musst du da noch mal. Ich kann nur einige Meter weit sehen. Vielleicht kann ich den Fahrstuhl benutzen, wenn er nicht auf dem Boden des Schachts zerschellt ist. Ach, Das da müssen wäre wir gucken, ob er nach unten ungünstig. ist, ob es den noch gibt. Müssen wir also runter. Na, da müssen wir wieder runterklettern, ja. Das habe ich mir fast gedacht. So, hier ist ja nichts Aufzugsteuerung. Ich glaube, das könnte funktionieren. Nichts. Ich glaube, das könnte Haben wir funktionieren. irgendwas in der Tasche, was wir benutzen können dafür? Nichts. Ja, wir könnten ihn erschießen, aber ich glaube, Nein. das bringt uns nicht groß Nein, das weiter. bringt uns nichts. Nee. Hinunterklettern. Vielleicht haben wir unten noch was. Da kommt Dampf raus. Ja. Dichten. Kein Stoff oder sowas.
Ich sehe nichts. Dann waren wir mal wieder zu schlampig, ja? Ach, keine Ahnung. Da steht Generatorsteuerung. Ja. Was steht aber denn die da bringt eigentlich? Uns ja nicht viel jetzt. Das läuft ja. Ja, was steht denn aber da? Sie funktioniert zwar, aber nicht mit voller Kraft. Aha, genau. Irgendwie muss ich die Dampfzufuhr wieder aktivieren. Aha. Sie funktioniert irgendwie. Wir müssen irgendwo einen Lappen finden oder irgendwas, womit wir das abdichten können. Mhm. Ne? Aber ich sehe hier. Und du meinst, wir haben was übersehen? Ja, wahrscheinlich. Vermutlich. Hast du nicht Socken, die du da reinpacken kannst doch. Oder so? Hm? Ich trägt keine Socken. Keine Ahnung. Jedenfalls scheint er nicht bereit, seine Socken zu benutzen. Aber du hast recht, wir können ja mal ihn mal den Dampf angucken lassen. Ja, dann kommt nämlich auch auf die irgendwo die Sache, die das könnte ich ja das und das benutzen oder so. Also, Dampf. Ja, Dampf zieht durch eines der Rohre. Dieses Loch sollte ich mit etwas verstopfen. Ja, habe ich mir nicht mit meinen bloßen Händen. Ich würde mich verbrennen. Aha, aber? Ja. Nicht mit meinen bloßen Händen. Ja, ist gut. Ja, gut. Ja, ja. Aber du hast recht, man muss hier immer erstmal alles abfragen, bevor man irgendwas machen kann. Er ist nicht so schlau wie wir. So schlau komme ich mir aber auch nicht vor unbedingt. Tja. Aber der würde den Lappen gar nicht benutzen, wenn man ihn nicht dazu bringt, sich das genauer anzugucken. Dann müssen wir halt gucken, wo wir hinkommen und wo wir sowas vielleicht finden können. Wo wir es gibt ja hier Level 2, so Level 1, es muss ja nicht gerade hier sein. So ein Duct-Tape zum Lager oder zum sowas. Beispiel. Ja, so ein Stromkasten, nee, ist okay. Da brauchen wir ja nichts zu machen jetzt. Oder die Tür ist abgeschlossen. Aha. Ja, na gut. Ist auf jeden Fall noch rot. Ja, ist rot. Und was rot ist, muss man sich angucken. Stimmt, habe ich auch schon gelernt. Ah. Mhm. Hier sehe ich nichts. Was liegt hier drin? Nö. Immer noch zum Lager? Wir sind immer noch nicht im Lager. So, guck mal, was im Lager alles so gibt. Ja, was er vielleicht, was haben wir normalerweise hier? Würden wir ja alles mitnehmen, aber naja. Nee, das kommen wir ja gerade her. Da hinten geht's ja nicht rein, nee. Ja, hier sind wir ja runtergefallen. Ja, genau. Wir müssen irgend sowas wie einen Lappen oder ein Isolierband oder irgend sowas. Mhm. Irgendwas, womit wir das Loch abdichten können. Ja. Vielleicht haben wir irgendwas benutzt, was wir dann da gelassen haben. Aber eigentlich erinnere ich mich nur an das Seil. Aber das heißt ja. Ja, die vielleicht Pistole können wir da eine Pistolenkugel reinstecken. Nicht. Das ist keine Ahnung. Was ist denn das Dunkle da neben dem Buch? Eine Kugel noch, zwei Kugeln. Nee, das ist die eine schwarze Kugel. Ach so. Die haben wir ja schon ewig. Ich weiß gar nicht, wo war denn die dran? Irgendwo war so eine Kugel dran. Kann man die schwarze Kugel benutzen zum Konig? Abdichten? Nee, ne? Vermutlich nicht, ja. Gut. Wenn du es sagst. Hier haben wir ja nur Todesanzeige, Brief, Foto, Karte, Chronik, Brieftasche, der Turm, die Pillen, Tagebuch, der Schlüssel. Wir können die Pillen ja zu Brei verkauen und dann zerkauen und dann in das Ding da reinpacken. Ja. Alle Kopfschmerzen weg, falls es den Kopfschmerzen haben. Nur ja.
Nö, also hier ist es nicht. Wir können auch nicht zurück, also würde ich sagen. Ratlos. Was? Dass wir wieder dorthin gehen müssen. Ja, ist wieder verlassen. Hier bin ich wieder unten. Hier ist nichts. Wo habe ich was übersehen? Mann. Ach, vielleicht hast du schon was übersehen, bevor wir da runtergefallen sind. Das wäre aber blöd, weil wir da nicht mehr zurückkommen. Tja, dann werden wir uns hinsetzen und auch was im Tagebucheintrag machen. Und darauf warten, dass wir sterben. Ui. Wie er wohl gestorben ist. Naja. Siehst du? Das hast du gebraucht. Das geht mal. Man muss alles genau auch mit rechter Maustaste anpacken. Der Stoff ist verrottet, aber noch immer fest. Genau, und dafür brauchen wir ihn jetzt nämlich. Dafür, dass wir das Loch stopfen. Nix wie hin. Aber nicht hier. Was willst du damit? Wegschmeißen oder was? Nee, ich wollte ihn eigentlich mit dem Wasser benutzen. Na, ich weiß nicht, ob du ihn mit Wasser benutzen musst. Ach, meinst du, du musst... Der Dampf ist doch heiß. Na gut. Na gut, er macht's nicht. Na gut. Wenn er es nicht macht, dann ist es vielleicht nicht vorgesehen. Wenn er meint. Ich habe aber keine Handschuhe oder sowas gesehen. Nee. Du verbrühst doch deine Hände gerne, damit du hier wieder rauskommst, oder? Pass mal auf, wenn wir unten sind, sagt er, das ist zu heiß, das kann ich nicht anfassen. Ja, das werden wir sehen. Dann musst du noch mal zurück und musst es dann, und dann kannst du es vielleicht auch mit Wasser benutzen. So, dann gehen wir da hin. Ich würde mich verbrennen. Ich sag's doch. Inzwischen kennt man das Spiel, ja? Ich weiß gar nicht. Ich hatte gar nicht die Geduld, ein derartiges Spiel überhaupt anzufahren, geschweige denn fortzufahren. Ich find's aber ganz Pepe lustig. Aber Pepe ist irgendwie geduldiger. Ich meine, im wahren Leben würde ich auch nicht gerne hin und zurück und hin und zurück laufen. Ja, eben. Ich hätte das vorher schon nass gemacht mit. Ja, jetzt musst du es nass machen. Nachdem du jetzt eben endlich festgestellt hast, dass Dampf zu heiß ist. Ja, hätte sich ja denken können, oder? Ja. Und jetzt meinst du, musst du das hier machen, ja? Nein, hier macht es nicht. Eben. Aber wir hatten im Maschinenraum, glaube ich, war auch noch Wasser. Der will ja ganz genau nur diese... Der will das nass machen, ich glaub, da, das würde wo, mich wirklich auf die Dauer wo echt er nerven, meint. Ja. Dass er dann genau das machen muss und ja, nichts anderes. Ja. Na los, geh. Maschinenraum. Wir haben doch nicht ewig Zeit. Doch, haben klar wir. Haben wir ewig Zeit. So, hier ist auch Wasser. Also geh hier zum Wasser, wenn du es wieder hier was nass machen ist, möchtest. Pfütze. Was steht jetzt Pfütze? Jetzt steht da Pfütze. Da hinten war zu viel Wasser. Angefeuchtet. Gut, du bist ein kluger Mensch. Jetzt gehen wir mit dem Lappen. Jetzt. Der Lappen und wir sozusagen. Das war's. Dahin. Man muss den Lappen hier anfeuchten und nicht da vorne. Ja. Tja, muss man müssen wissen. Müssen wir wieder zurück? Müssen wir jetzt wieder runter? Ja, einmal runter. Nochmal runter. Und nochmal runter. Auch. Zum so, Dampf. So, gehen wir da hin, sonst macht es wieder nicht. Mach den Lappen da drum rum. Ich habe das Loch im Rohr geflickt. Oh, das hast du gut gemacht. Na. Fein. Prima. Toll. Klatsch. Na, dann los. Werden wir jetzt... Wo ist mein Zeiger? Verflucht. Die Maschine hat die volle Leistungsaufnahme nicht verkraftet. Oh. Siehst du, das hast du kaputt gemacht. Das vielleicht ist es nur eine durchgebrannte Sicherung. Tja. Wer hat gesagt, dass es leicht sein würde? Eine Sicherung ist durchgebrannt. Was ist mit der anderen? Eine Sicherung ist durch. Eine. Ja. Haben wir noch eine Sicherung? Gibt es noch eine Sicherung irgendwo? Ui.
Da müssen wir mal versuchen, ob wir den anderen Sicherungskasten da aufhebeln können. Der ist ja abgeschlossen. Ich sehe schon, er wird hier eine Woche verbringen müssen. Bis dahin wäre er normalerweise verhungert. Aber er hat ja, nee, er hat gar nichts dabei. Außerdem, schöne Pfützen gibt es hier auch nicht viel zu trinken. Ich würde nicht so gerne aus diesen Pfützen trinken wollen. Nee. Der ist abgeschlossen. Vielleicht kann ich versuchen, eine Sicherung aus diesem Kasten für den Generator im Fahrstuhlraum zu benutzen. Ja, ich... Na gut. Die Tür ist abgeschlossen. Die ist abgeschlossen. Ach, wo ist denn dein starkes Messerchen? Ja, damit. Tja. Unser Universalwerkzeug. Genau. So, und wenn wir jetzt die Sicherung rausnehmen, geht das Licht aus, hä? Ich werde versuchen, eine Sicherung aus diesem Kasten für den Generator im Fahrstuhlraum zu benutzen. Ja, gut. Oh. Na, es war eine Sicherung, die das Licht nicht unbedingt brauchte. Ja, oder irgendein Stollen, der uns nicht interessiert. Hoffentlich. Ja. Aber vielleicht war es auch das Licht unten. Das wäre auch blöd. Ein bisschen Licht haben wir hier noch. Also immer noch. Nee. So. Dann mach die mal hier rein. Mit dieser Sicherung müsste sie funktionieren. Ja, müsste ist ein hübsches Wort. Und? Könntest du ja mal ausprobieren. Jetzt läuft sie mit voller Kraft. Ich sollte versuchen, den Fahrstuhl zu holen. Vielleicht funktioniert er. Dann komme ich endlich hier raus. Ja. Da müssen wir eins höher. Hier kommen wir ja nicht an den Fahrstuhl ran. Ah, hier leuchtet's. Perfekt. Der Fahrstuhl ist betriebsbereit. Ping. Aha. Blop. Klingt doch schon ganz gut. Ich glaube, ich werde mal speichern. Man weiß nie, was da oben passiert, hä? Ja. Man ist nicht gerade ein Kämpfer. So ist es ja auch nicht angelegt, das Spiel. Machen wir mal wieder ein Fragezeichen. So. Und? Ja. Ich will hier rein. Da geh mal rum, vielleicht auf der anderen Seite irgendwo. Oder hinaufklettern, hier. Runterklettern. Ja. Ah, da muss man nochmal drücken. Ja, eben. Na gut, rein mit dir. Ich meine, sie haben es ganz, ganz interessant irgendwie gemacht, aber ist natürlich schon ein bisschen nervig, wenn du genau das machen musst, ja. Man, eigentlich ist man schon so ein bisschen gewohnt, auch Sachen, unterschiedliche Sachen zu machen. Also auszuprobieren, mehrere Möglichkeiten zu haben. So, wo sind wir jetzt gelandet? Endlich. Das ist das oberste Geschoss. Ja, das bedeutet aber noch nicht, dass du hier schon wieder rauskommst. Jetzt müsste ich ohne große Mühe hier rauskommen. Ja, das müsstest du. Ah ja, hier steht was von Danger. Hier steht Danger, genau. Und da ist ein Gitter. Hier ist ein Gitter. Und da ist vielleicht, ist das unter Strom. Oh, nö. Erdhaufen. Da ist ein Erdhaufen. Bloß ein Haufen Erde, sonst nichts. Naja, da kann... nach Rost. Oh. Na gut. Was sind das für Dinge hier drin? Was sagt uns das, wenn es nach Rost riecht? Das ist wahrscheinlich war früher Dynamit darin. Sie enthält noch alte Zündschnüre. Nichts. Außer alten Zündschnüren. Tja, damit können wir nicht viel anfangen. Und hier in der Tonne ist nichts. In diesem Fass oder in dem... Nee. Aber rostiges Ding. Naja, mehr kann ich nicht sehen. Ist irgendein Eisen mit drin? Das ist nur der Fahrstuhl, ja.
Nö. Okay. Was ist das? Gitter. Das Gitter wird von einer Kette mit Vorhängeschloss gesichert. Tja. Ja. Wollen wir wegschießen, ne? Wofür es geht? Ich glaube nicht, dass da ja, das glaub ich unser nicht. Kleines Messerchen hilft. Nee. Das ist wirklich, lass das viel zu. Nee, ein kräftiges Vorhängeschloss. Geht nicht. Das ist viel zu wichtig für uns. Schießen wir es weg. Ja, er schießt ja sich selbst. Und das war's mit ihm. Ich muss gut zielen und die schwächste Stelle des Schlosses treffen. Ja, wo ist die wohl? Wir haben nur zwei Kugeln. Hast du gespeichert? Oh. Boah. Ein perfekter Schuss. Das Vorhängeschloss ist offen. Wow. Das hat er gut gemacht. Ich wusste gar nicht, dass er so richtig gut mit einer Knarre umgehen kann. Der Weg ist frei. Ist doch ein Amerikaner. Ich habe es geschafft. Das ist ein Amerikaner, das ist ein Brite. Der wohnt nur, hat nur eine Weile in Amerika. Ach so, gewesen. Stimmt. Der ist ja, er oder, ist ja Brite. Nehme an, wir nehmen an, dass er in Amerika ist. Hier, du hast ja noch. Schieß. So, jetzt haben wir was erschossen. Von jetzt dem haben wir einen Wolf erschossen. Was machen die Wölfe hier? Ja, ich weiß ja nicht, dass es in Großbritannien ganz viele Wölfe gibt. Vor ja. allem um Kirchen herum. Wahrscheinlich werden die immer die Gräber plündern. Tja. Naja, auf jeden Fall heult da ein Wolf. Ja. Vollmond und die Wölfe heulen. Hier ist gemütlich, hier bleiben wir. Haben wir so eine Art Karte, wo wir jetzt wissen, wo wir sind eigentlich? Nee, wissen wir ja gar nicht. Wo ist denn unsere Karte? Wahrscheinlich der Markus Gordons, was auch immer. Karte des Landguts. Ja, okay. Nicht mehr rein in die Mine, wollen wir nicht. Ich will hoffen, dass es irgendwo noch einen Ausgang gibt. Ach, guck nee, mal, er sie benutzt da. Sie gar nicht. Noch Na gut, dann müssen wir rausgehen. Ja. Verlassen. Ich zwängte mich durch das dichte Unterholz des Waldes und steuerte auf das Schloss zu. Heute hatte ich Glück gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es aus den Tiefen der Mine schaffe. Ja, ja. Wie wusste er, wo es zum Schloss geht? Oh, Samuel, komm zu uns. Vielleicht hat er es gesehen. Du siehst furchtbar aus, Samuel. Ist etwas passiert? Nein, ich hatte bloß einen anstrengenden Tag. Mir geht es gut. Du bist ziemlich spät gekommen. Ich wollte mich mit dir unterhalten. Aber ich muss in Kürze zum Sanatorium aufbrechen. Jetzt? Mitten in der Nacht? Ja, es gibt ein dringendes Problem. Genau. Kannst du es nicht Die Toten sind auferstanden. Leider nein. Worum geht es denn? Ich weiß es selbst nicht genau. Das werde ich feststellen, wenn ich dort bin. Es ist bestimmt nichts Ernstes. Mach dir keine Sorgen, Victoria. Komm bitte so schnell wie möglich wieder. Es gefällt mir nicht, dass du nachts bei diesem furchtbaren Wetter dorthin fährst. Es ist schon spät. Ich muss jetzt aufbrechen. Sag mal, Victoria... Wir sehen uns morgen, Samuel. Ja. Wiedersehen. Tschüss. Pass auf dich auf, Robert. Also, Victoria ist... Keine Sorge. Keine Sorge, jetzt recht. Victoria ist die Frau von William und William ist der Großvater von unserem Helden Sammy. Ich breche morgen nach Wales auf, Victoria. In 2 Tagen kehre ich vermutlich zurück. Nach Wales? Darf ich fragen, warum? Oh, nur zu Besuch. Ich habe die liebe Eleanor schon lange nicht mehr gesehen. Ich schreibe gleich morgen früh einen Brief an sie. Kannst du ihn mitnehmen und sie von mir grüßen? Selbstverständlich. Danke. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer, Victoria. Ich muss mich ausruhen. Natürlich, Samuel. So. Laut Williams Tagebuch ist der nächste Schlüssel im Schloss in Wales. Ich darf nicht zögern. Morgen breche ich auf. Gut. Also, ich dachte, dass Robert, Kapitel der ist ja 3. der Onkel von unserem Freund Samuel, dass Robert dann der Sohn von Victoria wäre. Aber ist er ja wohl nicht so, wie die sich unterhalten. Ne? Nur mit Vornamen und so. Ja. Müsste er eigentlich der Bruder von William sein. Nein, Robert ist der... Ich habe es gelesen in diesem einen Ding hier bei irgendwo. Der soll wohl der Onkel von... Onkel von unserem Helden Samuel sein. Und damit wäre er, so dachte ich,
Der Sohn vielleicht von William, aber scheinbar nicht. Scheinbar gab es ja noch jemand anderen. Oh, keine Ahnung. Ach. Das haben wir wieder so einen komischen Kreis mit so einem komischen Ding. Ja. Oh. Ach, das träumt er wohl, oder? Ja, ja, offensichtlich. Er träumt es. Das kommt davon. Immer solche Abenteuer. Wird jetzt ein Kind umgebracht? Was macht er denn hier? Heute früh wachte ich schweißgebadet auf. Die Vergangenheit und meine Erinnerungen verfolgen mich bis in den Schlaf. Ich hätte nicht zurückkehren sollen. Ich bändigte meine Gedanken und beschloss, das, was ich angefangen hatte, zu Ende zu führen. Ich machte mich auf die Reise zum Schloss unserer Familie in Wales, um das zu beenden, was William nicht gelungen war. In der Hoffnung, dass Eleanor meinen Besuch nicht ablehnen wird. Ich weiß nicht einmal, ob sie sich noch an mich erinnert. Laut Williams Tagebuch ist der Schlüssel irgendwo im Schloss. Ich muss ihn finden. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich mit der Suche beginnen soll. Tja, wir werden uns alles wieder ganz genau angucken müssen. Ja. Das Gitter ist abgeschlossen. Tja. Schön dicker Hund, hä? Hallo? Ist da jemand? Niemand hat mich gehört. Man könnte es mit der Klingel versuchen. Ja, würde ich mal probieren. Atemlose Spannung. Ich warte noch eine Weile. Und dann fährst du wieder zurück nach England, wo immer du vorher warst. Vielleicht war das Klingeln zu kurz und niemand hat es gehört. Ja, länger. Und läuten. Läut mal Sturm. Vielleicht sind die verreist oder alle tot. Ja. Über die Mauer kann man klettern, oder? Die Spitzen oben am Zaun sehen sehr ungemütlich aus. Nicht, ja, das stimmt. Da komme ich nicht rüber. So, so. Stell die nicht so an. Hier, was, wo kommst du da hin? Ach, Schloss verlassen wollen wir doch nicht, oder? Eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich rein. Hä? Kann man, genau. Die Pistole hat er wohl weggeschmissen? Ja, da war ja keine Kugel mehr da. Dann schmeißt man die ganze Pistole nicht weg. Hallo. Stand da irgendwas? Ja, ich dachte auch, ich hätte was gesehen. Ja, geh mal ein bisschen langsamer. Haupttor. Irgendwas hier dagegen? Haupttor. Ja, brüchige Statue. Guck mal, vielleicht hat die hier irgendwo einen Schlüssel oder irgendwas. Das linke Bein der Statue ist abgebrochen. Aha. Und? Nochmal. In der Säule steckt ein Nagel. Guck mal an. Er steckt nicht sehr fest. Gut. Ja, dann steck ihn mal ein. Er steckt nicht sehr fest. Jetzt hol ihn. Er steckt nicht sehr fest. Oh. Kannst du mal was anderes sagen? Nimm das Ding hier und probier. Hol ihn raus. Nein. Du sollst den Nagel rausziehen. Der steckt doch sowieso nicht fest. Nee, aber ich kann klicken, so viel ich will. Der steckt nicht sehr fest. Ja, vielleicht hast du irgendwas für mich, was Mann, du brauchst. Wie kriegen wir diesen dämlichen Nagel raus? Ich weiß es nicht. Warum also, nicht? Was haben wir denn hier? Kannst du mal mit Tabletten versuchen? Vielleicht wird er dann Ich glaube nicht, dass das viel hilft. Das ist alles, was du dabei hast. Du hast nichts mehr dabei. Ich weiß nicht, was bei uns hier alles geklaut hat. Gibt es hier irgendwas in der Gegend, was hier irgendwo noch rumliegt, was er vielleicht benutzen kann? Aber nein, eigentlich sagst du im Grunde immer, dass du wann weggehst, sozusagen. Wenn du dahin gehst, komm, dann gehst du weg. Ist sowieso komisch. Du gehst dahin, besuchst die. Hast du dich überhaupt mit den... Hat er sich überhaupt angekündigt oder so? Nee, ne? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Aber es könnte sein, der Nagel. Ja. Das könnte sein, dass die Klingel kaputt ist und dass er den Nagel
benutzt, um die Kontakte kurz zu schließen. Könntest. Aber dazu muss man den Nagel rauskriegen. Ja, jetzt nimm den dämlichen Nagel, Mensch. Er steckt nicht sehr fest. Ja, das ist ja ein Hinweis dafür, dass man ihn rauskriegt. Aber normalerweise, wenn ich die rechte Maustaste anklick, dann macht er was. Aber macht er steckt nicht sehr. Nicht. Also ich nicht sehr. Ist ja gut. Ich würde sagen, wir wissen, dass er nicht sehr fest steckt. Warum nimmst du ihn nicht raus? Ich könnte, sagt er vielleicht, ich könnte den Nagel da reinpacken. Vielleicht funktioniert die Türklinge nicht. Ich kann von hier aus nichts hören. Ja, das hat er, das hat er vorher noch nicht gesagt. Jetzt kannst du ja nochmal zu dem Nagel gehen. Die Drähte innen haben anscheinend einen Wackelkontakt. Genau. Mann. Die Drähte innen haben anscheinend einen Wackelkontakt. Ja, ist gut. So, dann nimm den Nagel und steck den Nagel da rein. Dem muss man alles vorsagen. Ja, das hat er sogar eingepackt. Es war nicht schwer, ihn herauszuziehen. Ach, tatsächlich. Du hast die Stunde gebraucht. Mann. So, und jetzt steckt den Nagel hier in die Tini. Ich glaube, wenn man solche Spiele öfter macht, dann weiß man genau, was man machen muss. Ich werde versuchen, den Nagel so unter die Türklingel zu klemmen, dass er die Drähte verbindet. Genau. Ja, das war doch klar. Das scheint geklappt zu haben. Es kommt jemand. Aha. Die schwere Geburt war das, hä? Ja. Eigentlich müssen wir jetzt sowieso Schluss machen. Aber es kommt ja jemand. Das wollen wir uns doch angucken. Ja. Der Gärtner. Was möchten Sie, Sir? Madame Eleanor erwartet heute keinen Besuch. Ich bin Samuel Gordon vom Schloss Black Mirror. Ich bin hier, um Eleanor zu besuchen. Bringen Sie mich bitte zu ihr. Es tut mir leid, Sir, aber das ist unmöglich. Was meinen Sie damit? Verzeihung, Sie sagten, Sie sind ein Gordon? Ja, Samuel Gordon, der Sohn von Randall Gordon. Ich würde Ihnen gerne vertrauen, aber ich kann nicht. In letzter Zeit hat es einige Probleme gegeben und ich muss sehr vorsichtig sein, wen ich hereinlasse. Wenn Sie vielleicht Ihre Identität nachweisen könnten, Sir? Ich habe einen etwas herzlicheren Empfang erwartet. Es tut mir leid, Sir. Ich muss darauf bestehen. Na, du müsstest doch eigentlich sowas wie einen Pass haben, oder nicht? Ich kann nicht den ganzen Tag warten. Ja, jetzt guck mal, was du da alles hast. Ich habe im Garten viel zu tun. Ja. Was ist das denn für ein Dann machen wir jetzt Schluss. Ja. Dann kann Pepe in der nächsten Folge überlegen, wie er da reinkommt. Ja. Also während dessen werde ich mich... mir einen Kriminalroman schnappen und das irgendwie. Okay, bis zum nächsten Mal. Ja, gut. Ciao. Bis dann. Tschüss.